Eine leckere, helle Soße, die man zu Gemüse oder auch hellem Fleisch verwenden kann, das zeige ich euch heute. Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige euch heute, wie man eine helle Soße kocht. Dafür brauchen wir als erstes eine Schalotte. Die schälen wir und schneiden die in feine Brunoise. Wenn ich weiß, wie man Brunoise schneidet, dann solltet ihr euch mein Video dazu angucken. So, nachdem die Augen etwas tränen vom Zwiebelschneiden, kümmern wir uns um den Sellerie. Übrigens, wenn wir gerade beim Thema sind, was kann man dagegen tun, dass die Augen tränen beim Zwiebelschneiden? Also kleiner Tipp, am besten immer ein sehr scharfes Messer benutzen. Und was wirklich gut funktioniert, was ich festgestellt habe, wenn ich mir das Brett auf den Herd stelle und die Abzugshaube anmache, dann wird quasi der Dampf von der Zwiebel, diese Dämpfe werden so ein bisschen weggezogen. Oder einfach vor ein offenes Fenster stellen, das hilft. Oder eine Runde in der Küche laufen, ne, so ein bisschen Wind in die Augen, dann tränen die Augen auch nicht. Oder einfach Kontaktlinsen tragen. So, jetzt nehme ich mir den Staudensellerie, schneide den oben und unten ab. Und wir schneiden den Staudensellerie jetzt auch in feine Würfel, genauso wie die Zwiebel. Dann kommt unser Knoblauch, den wir erst schälen. Und dann auch in kleine Würfel schneiden. Zwei Zehen sollten genügen. Gut, Gemüse ist klein geschnitten. Knoblauch, Sellerie, Zwiebeln. Alles in feine bis grobe Würfel. Dann brauchen wir einen Topf. Den machen wir heiß, volle Kraft. Und geben schon mal eine kleine Menge Butter dazu. Und lassen die schon mal schön schmilzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, geben wir das Gemüse rein. Und dünsten das, ganz wichtig, nicht wie sonst mit Röstaromen, sondern farblos, weil es soll ja eine weiße Soße werden. Deswegen haben wir nämlich auch keine Karotte da drin beispielsweise, sondern nur helles Gemüse. Deswegen drehen wir die Temperatur ein bisschen runter, dünsten das Ganze schön an. Wenn das Gemüse schön weich gedünstet ist, dann stellen wir einmal den Herd hoch. Ich hatte jetzt nur bei der halben Kraft das Ganze am Schmoren. Und jetzt löschen wir mit etwas Weißwein ab. Den Weißwein lassen wir einmal schön ordentlich kochen, damit die Bitterstoffe von dem Alkohol quasi verdampfen und auch der Alkohol verdampft. Wir wollen nämlich eigentlich nur die Fruchtigkeit, die Süße und die Säure von dem Wein haben. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr einen Wein nehmt, der euch schon schmeckt. Der kann vielleicht ein bisschen süßer sein, vielleicht ist das dann nicht so euer Fall. Aber ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass es ein Wein ist, der trinkbar ist. Und nicht einen, der Kork hat, der irgendwie, nicht mehr schmeckt, weil er alt ist oder sowas. Wenn der Weißwein aufgekocht ist, dann geben wir unseren Gemüsefond dazu. Und lassen das Ganze nochmal stark kochen. Die Sahne kann auch schon mit rein. Damit das Ganze noch ein bisschen frischer schmeckt, geben wir den Abrieb von einer Bio-Zitrone dran. Bio-Zitrone natürlich, weil die nicht gespritzt ist. Und da sind die schönen ätherischen Öle drin in der Schale, die geben dem Ganzen einen frischen Geschmack. Jetzt gebe ich schon mal eine ordentliche Prise Salz hinzu und eine Prise Zucker. Dann wird das Ganze püriert. Jetzt nehmen wir uns einen zweiten Topf dazu, stellen unsere Soßenbasis erstmal beiseite. Lassen den Topf heiß werden. Nehmen uns einen Schneebesen zur Hand und geben schon mal wieder einen großen Löffel Butter in den Topf. Lassen die Butter schmelzen, geben dann etwas Mehl hinein. Das schwitzen wir jetzt zusammen etwas an, und ihr kennt das vielleicht von der Mehlschwitze, daher kommt das auch. Schwitzen das Ganze so ein bisschen an. Das ist ganz wichtig, weil sonst, wenn wir das Mehl jetzt einfach so in die Soße reingegeben hätten, dann würde das klumpen und es würde nach Mehl schmecken, was wir nicht wollen. Wenn wir das aber so ein bisschen mit schwitzen, mit der Butter, schmeckt das richtig gut und es gibt dem Ganzen dann hinterher eine Bindung. Übrigens, kleiner Tipp,
diese Mehlbutter, diese Bain-Manier, die wir jetzt haben, kann man sich auch, wenn man Soßen nachträglich abbinden möchte, ne? So wenn man die jetzt wie wir gerade gekocht haben und stellt fest, ist ein bisschen dünn, kann man sich das abfüllen, ne? Und vielleicht auch in so kleine Eiswürfelförmchen. Ich nehme ganz gerne die aus Silikon. Ne? Und dann mache ich mir das rein und kann ich das in den Kühlschrank stellen. Ist auch relativ lange haltbar oder ich kann es theoretisch einfrieren. Und dann kann ich einfach diesen kleinen Bain-Manier-Würfel in die Soße reinwerfen, ne, in die heiße, ein bisschen mitrühren und dann bindet das. Dann kriegen wir auch keine Klumpen und es schmeckt auch nicht nach Mehl. Ne? Also kleiner Tipp am Rande. So, jetzt drehe ich den Topf wieder ein bisschen hoch, gebe das Sieb hier drauf und siebe jetzt die ganzen Stückchen raus. Na, damit das eine schöne, feine Soße enthält. Na, kann ich dann auch mal mit dem Schneebesen so ein bisschen reingeben. Und das meiste ist ja eh schon klein püriert, aber dann bleiben jetzt noch die groben Stücke, die vielleicht über sind, drin hängen. Na, drückt das wirklich ordentlich hier durch. Und dann bringen wir die Soße wieder zum Kochen. Und dann sollte die Mehlbutter ihre Wirkung zeigen. Die Soße ist gebunden, sieht auch von der Konsistenz ganz gut aus, ist auch schön weiß geblieben. Ne? Und das ist ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr keine Röstaromen habt. Ne? Bei den anderen Videos habe ich immer gesagt, bei den anderen Soßen viele Röstaromen, wäre hier nicht so gut, weil dann wäre die nicht so schön weiß. Und jetzt nehme ich mal einen Löffel, gucke, ob es gebunden genug ist. Ja, es bleibt wunderbar am Löffel kleben, so soll es sein. Ne? Und dann probiere ich mal, ob es lecker ist. Sehr gut. Ich würde noch ein bisschen, je nachdem, zu was ihr das serviert, also das ist jetzt so die Grundsoße, und die könnt ihr natürlich auch beliebig abwandeln. Ne? Ihr könnt ein bisschen Zitronensaft da reingeben, wenn es für einen Fisch ist, oder vielleicht auch ein bisschen Orange. Seid da wirklich sehr kreativ. Ein bisschen Dill dazu, ein paar Kräuter. Ne? Also hier habt ihr jetzt eine perfekte weiße Basis, die ihr natürlich auch super gut einfrieren könnt oder in ein Marmeladenglas einwecken. Ich habe jetzt die Variante hier recht klassisch gewählt. Auf jeden Fall eine sehr leckere Soße. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis dahin, euer Sven.